Hallo, ich freue mich tierisch, Sie zu einer affengeilen Folge Talk 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 begrüßen zu dürfen. In unserer Jerry Top 3 wird es animalisch. Bei Calvas gibt es ein Hühnchen zu rupfen. Und wie Kevin mit seiner Freundin umspringt, ist ein ganz dicker Hund. Ja, ich hab gesagt, Schatz, hör mal zu, ich bin fremdgegangen. Da stand mal an der Bushaltestelle. Ich sag, so, gehst du oder bleibst du? Ja, ich bleibe, sagt er. Girl, you know it's true. Ooh, I love you. And this is true. Jerry Springer bietet jedem eine Plattform, egal wie groß oder klein ihre Probleme oder sie selbst sind. Haben sie aber einmal die Bühne betreten, dann, ja, dann wachsen sie förmlich über sich hinaus. Let's bring out Anthony. I'll let I don't you know talk about in. That. He wants you out of the trailer. Well, see, she's raised me since I was little. Yeah. And he came in the picture and just thinks that since he came in the picture, everything's got to change. Right. It's ridiculous. Y'all are both out here acting like little kids, like y'all are seven, like y'all have nothing else better to do than wrestle around. You have to move out on your own. I cannot be there every day. Is I'm still going to be your mom. Is there in the park? There's a lot of trailers in the park. I'm going to be your mom regardless. I'm always going to love you, but I'm not doing this anymore. Tim hier steht total auf heiße Hühnchen. Nee, nicht die knusprigen Dinger von der Frittenbude. Er war auf seinem Junggesellenabschied der Hahn im Korb und hat sich unsterblich in diese Hühneraugen verliebt. Droht seine Hochzeit jetzt zu platzen? Ich komme vom Junggesellenabschied. Und ja, warum haben Sie diesen Wecker um? Naja, das sind die Stunden, die noch zählen bis zur Hochzeit hier. Ich habe das die ganze Nacht getragen. In zwei Stunden wartet meine Braut am Standesamt, die Nina. Und ich weiß jetzt, aber ich habe mich verliebt. Ich war unterwegs und jetzt habe ich dieses Huhn gesehen. Also diese Frau im Hühnerkostüm. Und was mache ich denn jetzt? Ich kann so nicht heiraten. Weiß Ihre zukünftige Frau, dass Sie sich verliebt haben? Nee, noch nicht. Tim, was ist los? Was ist Nina, los? Sag's mir bitte. Nina, es tut mir leid. Ich weiß nicht. Ich habe mich verliebt in eine andere. Das ist nicht dein Ernst. In so einen Huhn. So bitte? Ich kenne da noch nicht mal den Namen von der Frau. Die war in einen was? In so einen, als Huhn angezogen. Eine Frau, die als Huhn verkleidet war. Tim, verarsch mich jetzt bitte ich nicht. Das ist dich. Nicht der Moment, nee, mich zu verarschen. Ich verarsche dich wirklich nicht. Ich verarsche, es tut mir auch leid. Ich kann ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also das ist Jule, die angebliche Traumfrau. Ach, Sie sind die Frau von gestern Abend? Ja, genau. Die gestern Abend aber auch in so einem Kostüm war. Genau. Die Warum hat sie jetzt kein Kostüm an? Folgenden Plan. Ich würde sagen, wir schicken die drei rein zu Tim. Und dann soll er einfach mal gucken. Und ich wette, er zeigt auf irgendeine von den dreien und sagt, das ist seine Traumfrau. Micha, was haben Sie vor? Ich habe keine andere Idee, was wir machen können. Entschuldigung, ich habe gleich einen Termin bei der Frau Calvas und wollte mich anmelden. Wissen Sie, wo ich sie erreichen kann? Nee, die ist irgendwo hinten. Haben wir uns schon mal irgendwie gesehen oder so? Ich weiß nicht, nee, ich glaube nicht. Sie kommen mir so bekannt vor, also gar nicht. Nee, ich weiß nicht, ich wüsste nicht. Dieses. Du bist es, oder? Ich glaube, du bist es. Kann ich irgendwie das Kostüm abnehmen hier? Doch, aber so die Augen, wie sie sich bewegt hat und doch, sie ist es. Oh, Nina. Tim, was wird das hier? Das war jetzt nicht geplant. Wir haben einfach nur was geht hier vor sich? Dein Traumhuhn. Zeig's mir doch mal. Hier, sie ist es. Das ist also deine Traumfrau. Sehr schön. Ist es nicht. Wie jetzt?
Sie haben noch gesagt, Sie holen sie rein. Sie können doch jetzt nicht einfach irgendwelche anderen hier hinstellen und dann ist ja kein Wunder, dass ich sie nicht... Wie? Es ging nicht darum, dass er sich in einen Huhn verliebt hat. Es ging darum, dass er mich nicht heiraten will. Sie sind wirklich zu mir gekommen, würde ich jetzt sagen. Nicht damit ich niedersage, Sie wollen sie nicht heiraten, sondern um eigentlich eine Lösung zu haben für diesen bescheuerten Zustand, in dem Sie waren. Habe ich Ihnen schon von meiner neuen Lieblingsbeschäftigung erzählt? Ich lege jetzt Tarotkarten. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich sehe einen Mann. Er lebt in einem fernen Land. Er hat graues Haar. Ihm hören viele Menschen zu. Es wird deutlicher. Die Karten werden mir gleich seinen Namen verraten. Es ist Maury. Es ist Maury. Rose truly believes she has psychic powers. And those powers say that her husband has not only been cheating with several women, but with her own mother. And cards. Nice tarot cards. You're psychic. Yes, I am. You can figure it out. Yes, I can. In fact, certain things happen to you when he's out. What happens to you? I get all kind of feelings. Right. He's with a girl. Right. I feel my butt. when he's thinking of a woman or he's doing something, I can feel my breath itching. This man? I love him to, oh my God, to death. I bought a machine. What is a machine? My machine detects sperm. My machine detects my detects blood. It detects anything that has to do with anything on her underwear. I go into Murray, I go into a little room, right? All dark. I take my little underwears that I find from him that I'm gonna wash, and I go like this. All right? And it tells me that there is his little lusty. And he goes outside to the door. These are all the feelings that I get. Once he walks outside, I say, look, I pick up the phone. What are you doing? What are you doing? My butt hits. What are you doing? What are you looking at? What are you looking at? Messing with her mother. You're not messing with her mother, are you? You better hope you're not, man. I've I'm gonna never been. You're a lefty. I didn't know that. Have you ever had sex with Rose's mother? You said no. The lie detector test determined that was the truth. Oh, boah, Leute, mir rammelt der Wanst. Oh, hat mal jemand eine Stulle für mich? Oh, danke. Wer hat denn das verbrochen? Jemand müsste bestraft werden. Wer gehört vor Gericht? Genau wie die nächsten Fälle im Richterranking der Eskapaden. Auf Platz 3, der dreiste Diebeshund. Ah, dieser scheiß Köder hat mir mein Essen geklaut. Den ganzen Vormittag habe ich um Geld dafür gebettelt. Ich habe die Leberkässemmel kurz neben mich hingelegt, weil ich einen Schluck trinken wollte. Und ehe ich schauen konnte, war sie weg. Ja, wie hat Frau Zenk darauf reagiert? Das war ja das Allerletzte. 50 Cent hat sie mir hingeworfen, weil ich ihren 5-Euro-Schein nicht wechseln konnte. Platz 2 geht an die Suppenschüsselschubserei. Ich war abends der Letzte in der Küche. Ja? Ich war da die Suppe am Zubereiten für den nächsten Tag. Ja. Und war noch Gewürze dabei am Zutun.
Und auf einmal kommt die Lena da reingestürmt wie eine Furie. Die hat mich beschimpft, dann fing sie auf mich an, auf mich einzuschlagen. Und dann habe ich mich einfach rumgedreht, weil ich der Diskussion aus dem Weg gehen wollte. Und dann hat sie mich von hinten in das Becken reingeschmissen. Und dann bin ich mit dem Kopf auf den Beckenrand geschlagen und habe das Bewusstsein verloren. Mit 12 Stichen musste mein Kopf genäht worden. So einen Schädel hatte ich, ja? Eine Eisenbahn ist im Kreis bei mir rumgefahren. So ein Gefühl hatte ich da. Lebensgefahr hat nun wirklich nicht bestanden, denn Ihr Kopf hing immer noch... nicht dabei. Jetzt hören Sie mir doch mal bitte zu. Ihr Kopf hat doch immer noch aus diesem Suppenbecken rausgeragt. Außerdem war das Becken kalt. Und draußen war auch keine Kannibalenhochzeit, die in der Kantine auf Sie wartete, auf Ihren Auftritt als Wursteinlage. Jetzt lassen Sie bitte mal die Kirche im Dorf. Das ist furchtbar lustig. Also. Und auf Platz 1. Schweine, Schwarte, à la Zigarette. Eine Topfigur, einen Superstyle und eine Aura zum Niederknien. Man könnte meinen, das alles hat Steffi. Nicht unbedingt. Aber hey, die Männer prügeln sich um sie. Oprah Jerry Top 3 ist der Bär los und es tummelt sich allerlei Getier im Springer-Studio. Auf Platz 3, der zärtliche Ziegenlover. He sleeps with Brutus. Oh. He eats with Brutus. Oh. He rides his motorcycle with Brutus. Oh. They do everything. They go to the bar together. Is this going trick-or-treating? Yes. Oh, he puts an outfit on him. Yeah. I didn't know what you were looking at over there. I couldn't see what you were looking at. Yeah, he dresses him up. Well, we're not going to bring out the goat, are we? Well, here's David. You know how I feel about him. You know how I feel about you. Mm-hmm. I'm sorry. Which is it? I'm sorry. Okay. Oh. Den zweiten Platz belegt der passionierte Schweinestreichler. He don't do me like that. Is that true? Yes, sir. You. She's your girlfriend. A very nice, lovely, attractive woman. Why wouldn't you want to pay attention to her? Well, I'll tell you what the deal is, Jerry. She's well-to-do to take care of herself. Like I said, she can get up, she can take her own shower, she can cook her own food in the mornings. Lisa can't do this for herself. If Lisa was tall enough and could stand on her hind feet, she still wouldn't be able to reach the stove or wouldn't be able to cook. I'm going to drive the evil spirit out of her. Go ahead. Don't let me get in the way. Und auf Platz 1, der Kahlschlag für den Schäfer. Well, we just have a connection. And what would that be? Well, when I was little, I was raised on a sheep farm, and we had 8 or 9 sheep, and we do everything together. I am sick and tired of this sheep riding up front, being in my bed, eating at my dinner table, and watching my cable TV. I love you so much that I am willing to get down on my knees and go baa. I am willing to let you shear my head just like you do the sheep. If you will give Maggie a good home, do you got some shears so I can show you how serious I am? I just happen to have shears in my pocket. Hatte Walter kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Laut eigener Aussage sind sein Töchterlein Kim und ihre bessere Hälfte Sascha geistig eher grobmotorisch veranlagt. Jetzt gucken Sie nicht so entsetzt. Ich zitiere hier nur sinngemäß. Es gibt eine Beziehung, mit der bist du unglücklich. Mit was für einer Beziehung bin ich unglücklich? Gibt es nicht eine Beziehung, die dich unglücklich macht? Das könnte durchaus möglich sein. Das betrifft meine Tochter. Du magst den Freund deiner Tochter nicht? Nein, es hat mit Mögen gar nichts zu tun. Die ganze Lebenseinstellung, die er so auf sich vor sich bringt irgendwie. Passanten haben die Polizei angerufen, weil er meine Tochter in der Fußgängerzone lautstark fertig gemacht hatte und sowas. Dass sogar fremde Passanten also das die Polizei geholt hatten. Du meinst also, aufgrund hatten. Seines Verhaltens ist das kein guter Umgang für deine Tochter. Nein, und bietet auch keine gute Zukunft. Ich würde mich dann fragen, warum sucht sich meine Tochter so einen Typ aus? Habe ich was falsch gemacht? Nee, das ist richtig. Ich verstehe Sie vollkommen, auf was Sie hinaus wollen. Ich möchte nicht sagen, dass meine Tochter eine Leuchte ist.
Ich bin auch stolz darauf, dass mein Schwiegersohn einen Intelligenzquotienten von 100 hat. Mein zukünftiger. Aber das Einzige, was mich stört, der hat ein Minuszeichen davor. Stimmt das so, was ich alles so erzählt bekommen habe, erfahren habe? Ja, teilweise. Ich sag mal, es gab so, sag ich mal, mit meinem Ausrasten, sag ich mal, gab es eine Zeit. Klar, aber ich bin ruhiger geworden, auf jeden Fall. Nachdem du vier Wochen in Königslutter warst, oder was? Nein. Gummizelle 7 oder was? Nee, Gummizelle war ich gar nicht. Die kam so vier Wochen lang da hingeschlagen. Ich war überhaupt nicht, das stimmt da überhaupt gar nicht. Ich bin den ganzen Monat da behalten, nachdem ich angerufen hatte bei der Polizei, weil die gleich um die Ecke war. Es geht hier draußen. Dich haben sie gleich mitgenommen und dann hast du hier gekriegt. Ich bin seit Montag wieder draußen. Ich habe Fehler gemacht. Fehler macht jeder mal. Genau, die hast du schon 30 Mal gemacht und heute tut es dir wieder klar, leid. Das ist klar, das ist klar. Nein, das ist klar. Woher weiß sie denn, dass du diese Fehler nie mehr machst? Da bin ich mir sicher. Ich pass schon auf meine Freundin auf. Da brauchst du keine Sorgen machen. Unser Libido-Libero Willi hier hatte das ein oder andere Auswärtsspiel. Er behauptet allerdings, dass es nur in der Beziehungshalbzeit war. Na, Willi, wenn das mal kein Eigentor ist. Er ist voll auf fremdgegangen. Ich habe andere Frauen gef***t. Ey, warum? Du hast mit anderen Frauen gef***t, hast du zu mir gesagt. Warum? Auseinander. Warum sagst du das zu mir? Ich sag jetzt alle Buh. Aber ey, das soll mir mal ein Mann sagen, ne? Wenn er Stress mit seiner Freundin hat. Ja. Und er geht der Sache aus dem Weg und sie hat keine Einsicht, weil sie Scheiße baut, weil sie wirklich Scheiße baut. Weil ich dich in den Arm nehmen will, das interessiert mich. Warte. Dann kommen die anderen Frauen. Ich bin nicht einer, der dann sagt, ich mach Schluss. Niemand anders. Nein, es ist nicht gleich nach dem ersten Tag passiert. Es hat sich immer so ergeben, nach einer Zeit dann. Okay? Was sagst du denn dazu, dass du mit Kevin fremdgegangen sein sollst? Alles Schwachsinn. Ich finde das einfach nur Schwachsinn. Und ich finde scheiße, dass du mir so was von wehtust, hierher schleppst, wegen so einer Kleinigkeit. Weißt du, ich liebe dich, deswegen komme ich hierher. Weißt du, sonst würde ich sagen, verpiss dich, Kevin, verpiss dich, Elif, das geht zu weit, dass sie zusammen im Bett liegt. Ich kämpfe noch hier drum, du machst es nicht. Das ist deine Einsicht, die dir immer wieder fehlt und deswegen verpiss ich mich immer wieder von dir. Und ich hasse das mittlerweile. Ich habe keinen Bock, dass du mein Herz rausnimmst und drauf rumtreibst. Aber was hast du mit meins gemacht? Was habe ich denn damit gemacht? Erzähl es mir. Elif, wir wollten wissen, hattest du, während Willi einige Tage bei seiner Mutter war, Sex mit Kevin? Du hast geantwortet mit Nein. Und dein Ergebnis ist das. Hey, ich bin richtig stolz auf dich, dass du so viel Vernunft hast. Und dass du nicht alles aufs Spiel gesetzt hast mit Kevin. Und es tut mir leid, dass ich dir die Unterstellung gemacht habe. Und ich hoffe, dass das auf jeden Fall noch was wird mit uns beiden. Aber wir brauchen Zeit füreinander, okay? Ich nehme die Entschuldigung an. Unsere nächsten Gäste sind bekennende Homosexuelle. Ach, ich liebe meine rosaroten Prinzen. Schauen wir uns die flotten Früchtchen doch mal etwas genauer an. Moment, falsch. Die können unmöglich schwul sein. Schaut euch doch mal die Frisur, die Klamotten, das Ganze überhaupt an. Schwule sind Stilikonen. Moment. Ach ja, es geht hier gar nicht um die Mode-Fauxpas des tuntigen Trios, sondern um deren Second-Hand-Beziehungen. Wenn sie sich streiten, ist es ohne Niveau. Und endlich hat Markus mal die Augen aufgemacht. So, ich bin froh, dass da jetzt Schicht im Schacht ist, weil er hat was Besseres verdient. Tobi engt ein, Tobi verbietet ihm alles und er darf nichts ohne Tobi irgendwie mal machen. Und es muss nicht sein. Jeder sollte seine Freiheiten haben. Du kommst jetzt einfach nur in den Treten vor, weil ich jetzt einfach jetzt von dir weggeholt habe. Nö, ja, das, weil, keine Ahnung, nicht. Der kennt dich jetzt schon länger. Ja, ihr seid zusammen auf der Szene, auf der Straße, ja, auf und? Drogen, was der Geier, was nicht alles. Und wenn ich meinen Kerl davon weghaben will, dann natürlich, dann enge ich ihn so sehr ein, so, dass er so etwas Wochenende wie du nicht an ihn rankommst und da wieder mit reinziehst. Wir ziehen von dieser Szene weg, von irgendwelchen Individuen. Tobi, du bist nichts Besseres. Ich bin nichts Besseres, okay, aber ich habe immerhin einmal probiert, davon komplett wegzukommen. Ich will es wirklich nochmal probieren, Markus. Wenn du deine Freiheiten willst, dann sollst du sie haben. Einfach nur nicht, dass wieder solche Geschichten passieren wie 3 Tage nicht mehr aufkreuzen, sich nicht melden oder so, sich dann wundern, wenn ich am Ende ausraste. Wenn sowas nicht mehr kommen würde, dann würde ich auf jeden Fall sehr gerne wieder noch einmal probieren. Das hast du bloß beim letzten und beim vorletzten Mal auch gesagt und es hat sich nichts geändert. Du willst nicht mehr. Ich meine, es tut mir dann auch weh, ist klar. Aber sieht man ja. Ja.
Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Das ist was sehr realistisches. Geht halt nicht und dann vergessen wir das doch alles. Haben wir alle glücklich nach Hause. Also war es das. Einfach so vorbei. Ey, die Boys sind ja total crazy. Aber das macht voll Spaß, so ein bisschen rumzappeln. Jungs, was soll der unkontrollierte Frohsinn? Die sind bestimmt total außer Atem. Das soll mal Maury erklären. You mean Steve, the guy. Steve's the one there on the right that we're looking at, right? Right there. My son is the same height in as him. In that green jacket. Yes, and they ain't never did nothing for my son. Well, this is what they had to say about coming on to face you. Watch. Yeah, I slept with her. And I did, too. But so did a million other guys. This girl is the one-night stand from hell. She doesn't know who her baby daddy is. Sleeping with Andreina was the worst mistake of my life. If I find out I'm the baby's father, I'll roll off that stage, Maury, and die. Maury, please, you gotta help us. You guys ran. You guys hid. Far, quick, fast. Far, quick, fast. And got them dreads reheated. That's what you should have ran look, to. Why instead of hair salad. This is why we ran. Look at it. When we was making my son, was you saying she that? She the worst person in my life. All right, then. Be with either one of these. Hell no, I don't want to be with. This is like some of the Ying Yang twins. Look at him. You're the father of this child. There's no My more running. My mom told me I'm not allowed back in the house. Okay. If you're the father. Yeah, I can't come back. If you're the father of this child, you got to take care of this child. That's a big if, Maury. Bill, you are not the father. What you talking about? Meet the next one. In the case of 3-month-old Aaron, Steve, you are the father. Furchtlose Kämpferin gegen Teenager-Schwangerschaften. Quasi der Che Guevara der Empfängnisverhütung. Go, Martina! Go, go! Wenn man zu blöd ist zu verhüten oder sagt jetzt schon mit 16, 17, ich möchte unbedingt ein Kind haben, da packe ich mir im Kopf, was soll das denn werden? Also kein Wunder, das ist schon wieder Sozialfall hoch 3. Wieso hast du mit 17 oder mit 16 dann ja sogar dich darauf eingelassen, schwanger zu werden? Ich habe einen Freund kennengelernt und der wollte halt auch ein Kind mit mir haben. Was hattet, habt ihr irgendwie was von Verhütung mal gekannt? Nee, wir wollten keine Verhütung, weil wir auch ein Kind wollen. Du bist gerade mal 16 oder 17. Wie wär's erstmal mit Schule und Ausbildung? Das kann man immerhin noch danach machen. Ich bin noch jung. Glaubst du dran? Ja, glaube ich. Aber da glaube ich garantiert nicht dran. Kann das sein, dass du vielleicht so ein ganz, ganz bisschen eifersüchtig auf dieses junge Mädchen bist? Ich meine, ich finde nicht, dass sie aussieht oder ihre Mutter wie ein Sozialfall. Worauf soll ich neidisch sein? Dass ein Mädel mit 17 schwanger ist? Im 5. Monat? Ja, vielleicht kannst Nein. du sein, dass du keinen abbekommst und deswegen eifersüchtig bist. Ich hab seit 4 Jahren. Ich habe seit 4 Jahren eine intakte Beziehung. Aha. Habe meine Schule zu Ende gemacht, habe meine Ausbildung zu Ende gemacht. Ich wünschte mir gerne ein Kind, aber ich möchte mich beruflich noch verändern. Ich möchte erstmal mein Kind was bieten. Und das kann ich lieber, wenn ich eine fertige Ausbildung habe und in dem Beruf tätig bin, als wenn ich so wie Sie mit 17 schwanger bin, bin im 5. Monat, habe einen Braten in der Röhre und lebe hinterher vom Vaterstaat. Oder sehe ich das falsch? In den meisten Beziehungen kristallisiert sich ganz schnell heraus, wer die Hosen anhat. Bei diesem desolaten Dreier ist auf jeden Fall sicher, wer die Hosen aus hat. What is your role in all this?
Well, Victoria's been living at my house. Yes. For the last 6 months. Yeah. I take her in. I have to hear her crying every night because of this jabook, right? I've been drunk half the time. Yeah, that's the problem. You get drunk. Hey, I've been cleaning up my house. You don't have a job, and you come next time, the dog's going on your ass. The dog? Yeah. Bring the dog out. I'll put a 12-inch boot to that dog's head, son. I'm sorry. I love you. From the bottom of my heart, I want to take care of my little youngin. I believe this puppet is more interested in what you have to say. Tell him to the puppet! Tell him to the puppet! I love this girl so much, I just want to take care of my little youngin. There is no making it up. That is my baby. Go get a job and give me the paycheck, and I'll think about it. All right. Diese zwei Berufsnörglerinnen vom Dorf haben viel Zeit und wenig zu tun. Damit keine Langeweile aufkommt, wird gnadenlos getratscht. Im Visier der Lester-Schwestern Sonja. Ich habe mal in einer Gegend gewohnt, das war eher so ein Dorf. Ja. Und da gab es so zwei Dorftratschweiber, auf Deutsch gesagt. Was genau haben die Mädels denn behauptet über dich? Dass Ronny halt der Vater ist, dass ich dem Stefan halt das Kind unterjubeln möchte. Pass mal auf, du alter Wir sind Dorftratschen. Ja, was bist du denn? Du bist doch die größte Hure von Krefeld. Ja, und wenn ich mit 10 Männern das geht euch wissen, nichts an. Der Vater ist, ich oder? Weiß das. Und du weißt das. Ja. Du weißt, der Vater. Wieso zweifelt ihr so konkret daran, dass Stefan der Vater ist? Ja, weil sie direkt nach 4 Wochen schwanger geworden ist. Obwohl auch zweigleisig ist sie gefahren, ne? Einmal Ronny und einmal Stefan. Das wir mischen uns ja nicht in dem Sinne ein, sondern wenn der Stefan wirklich nicht der Vater ist, finden wir das nur eine Frechheit, dass das als, eben als Vater hingestellt wird, obwohl er das nicht ist. Also haben wir getestet, den Marc und den Stefan. Bist du dir ganz sicher, dass es da keine andere Möglichkeit gibt? Ja. Die Vaterschaftswahrscheinlichkeit in diesem Fall liegt bei 99,99. Ja! Jetzt kommt er, der Rächer der Enterbten, der Beschützer von Witwen und Waisen. Nee, nicht dieser Robin Hood. Steve Wilkes natürlich. Die 15-jährige Letitia ist ein taffer Teenager. Sie prügelt sich gern und oft. Mama Latricia kann ihr Temperament auch nicht zügeln. Kein leichter Fall für Steve Wilkes, der das Mutter-Tochter-Gespann zur Vernunft bringen will. In that videotape, where you guys are swinging on each other, what caused that fight? Because we was on the bus, and I was talking to my friend, and I said, do you smell that? She got to her bus stop and started walking off the bus, and she said something to me, and I got off and started fighting her. And do you not see anything wrong with this? No, not really. How about if a man walks down the street and gives you attitude? You gonna beat him up too? I fight boys too. You fight boys too? I mean, what are you gonna fight the whole audience? No. The fact of the matter is, you'll come out when I ask you to come out. And if you cannot control yourself, just like your daughter, I can see where it's coming from now, then maybe we'll just ask you to leave the studio so I don't have to hear you yelling. So try to show. Try to show a little bit of self-control, and then maybe your daughter can learn from you. You're 15 years old. You learn from whoever your parents are. They're supposed to be a moral compass in your life. They're supposed to give you some guidance. I obviously see the guidance you're getting. So let's bring that guidance out, and maybe she can tell me. How you doing, Latricia? I'm fine. I raised my daughter. I sent my daughter to school, and I told her if somebody do something to her, to fight. How about simple as that?
Don't fight. Don't put your hands on anybody. If it's my daughter, if somebody hit her, damn it, she gonna hit them back. I think people should defend themselves if they're being attacked. That's what she gonna do. But that doesn't sound like the story here. Well, you just didn't understand the story. Are you listening to your daughter? Yes, I am. Speak up here. Yes, I am. Do you hear about your daughter? Somebody gives her. And yesterday she did not go to the girl's house. Daughter attitude, she's gonna take care of business. No, what the hell is that? No, if somebody hit her. I'm hearing it straight from her mouth. But I'm telling you. Are you not listening? I'm telling you. Maybe that's part of the problem. A run. Yeah. Oh, so that's what you're doing. You run off stage. You want to come out and say something. Somebody take this but then me. When somebody says something okay, well, to try to teach you. Talk to me about my daughter. Don't you tell me how I raised I'm my daughter. I'm not telling you. Okay, you did not see the whole thing. Young lady, I'm you talking to your mother thing, right now. Care. You did not see the whole thing. You know what? You and run. You don't know run the whole from story. The problem. See how your daughter talks to people? Okay. This is how your 15-year-old child talks to people. That's okay. Your daughter could talk to adults that way. Get that camera on my face. No, this is the Steve Wilkos show, and you happen to be at it. So the cameras will roll. Letitia und Letricia verließen die Show, ohne Einsicht zu zeigen. Nach einem weiteren Prügelvorfall wurde Letitia von der Schule verwiesen. Die 7 goldenen Regeln für Frauen im Umgang mit Männern. Lass den Mann den ersten Schritt machen. Gib ihm das Gefühl, er ist der Einzige. Tschüss. Bis bald, Mike. Ich bin Bob. Bob. Genau. Bob. Halte Ausschau nach der inneren Schönheit. Vergiss niemals, halbnackt ist nicht immer aufreizend. Widersprich ihm nie. Das war traumhaft. Lass ihn die Kontrolle übernehmen. Verhalte dich stets zurückhaltend. Hast du Kondome? Ich habe ein Date. Klar. Danke. Yep. Die Spielregeln haben sich geändert. Frauen, die wissen, was sie wollen, finden sie hier. So sieht's aus. Dank der Emanzipation sind Frauen selbstbewusster, eigenständiger und nehmen sich, was sie wollen. Wir Frauen sind einfach Tast aus unserer neuen Wohlfühl-Kollektion. Es ist absolut robust und, was ganz wichtig ist, extrem pflegeleicht. Die Oberfläche ist aus Mikrofaser und lässt sich ziemlich leicht reinigen. Außerdem ist es bequem. Okay, probieren Sie es aus. Wie Sie sehen, ist es stabil und sehr weich. Aber das Beste an diesem wirklich preisgünstigen Bett. Mit einem Handgriff wird es zum gemütlichen Sofa. Dentine Fire bringt dich in Fahrt. Vicky? Kevin? Gestern war der Wasser. Lecker. Hey, das ist meiner! Kevin, gib mir sofort meinen Schild wieder her damit! Guten Abend, ich bin Kevin Kearns. Und ich bin Vicky Ferraro. Willkommen zu Newstime, die Nachrichten des Tages. Kevin hat Haarimplantate. Zurück zu dir, Kevin. Das nächste Mal holt sich Kevin garantiert seinen eigenen Shake von Dairy Queen. Das hatte ich noch nie gesehen. Der Beginn einer mysteriösen Entführungsreihe. Ausschließlich weibliche Verdächtige. Was ging in den Köpfen der Frauen vor? Was war der Auslöser? Plötzlich wurde mir alles klar. Die Frauen wurden zu wilden Bestien, weil ein animalischer Duft sie anlockte. Sowas könnte in Asien niemals passieren. Da gibt es Benimmschulen für Frauen, die auf das harmonische Zusammenleben mit einem Mann vorbereiten. Nie
nicht gelangweilt aussehen, immer schön lächeln. Noch 30 Sekunden. Natürlich gehen wir an meinem Geburtstag zum Fußball. Schlecht gelogen, nochmal. Elf Meter, Ecke, aus. Ja! Konzentriere dich, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Entschuldigung. Nicht bestanden. Tja, eine Kleinigkeit hat in dem Kurs leider noch gefehlt. Wie rette ich mich aus einer brenzligen Situation? Das beste Werkzeug für uns Frauen ist da eindeutig das Rausreden. Das ist mein Roller. Tisch ab. Ich habe ihn zum Schulabschluss bekommen. Bitte nicht. Sehen Sie den Riss auf dem Sitz? Das war mein Vater. Eines Tages sagte er: Schatz, nimm den Helm. Wir machen einen Ausflug. Wissen Sie, wohin wir gefahren sind? Ans Meer. Nur wir zwei. Allein. Zwei Monate später ist er gestorben. Ein Herzinfarkt. Dieser Roller ist meine letzte Erinnerung an ihn. Na schön. Wow, das war ja wirklich Oscar-reif. Ich liebe ja Kino. Obwohl, was ist noch besser als Kino? Kopfkino. Denn da sind alle Special Effects, Horrorszenarien und die heißesten Sexszenen möglich. Und das ganz unzensiert. Ich habe gestern einen großartigen Film gesehen. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain? Es ist eine Geschichte von zwei Cowboys, die als Schäfer arbeiten. Ah ja. Sie führten die Tiere hoch hinauf auf den Brokeback Mountain. Verstehe. Und dort oben haben sie sich verliebt. Oh. Wow. Eines Tages passierte ein schrecklicher Unfall. Das Ganze ist so dramatisch. Denn die beiden trafen sich auf dem Brokeback Mountain, um dort ungestört zusammen zu sein. Schatz! Schatz! Was hast du vor? Der Wahnsinn! Ein Traum wird wahr. Diese Star Wars Freaks halten sich für echte Außerirdische. Kleine grüne Männchen. Wow, 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 wen haben wir denn da? Boba Fett? Das klingt gefährlich. Wen willst du denn erschrecken? Hey, Boba, das klingt wie Papa. Fetter Papa.
Hey, jetzt sind die bösen Jungs dran. Kannst du mir das erklären? Soll das ein Witz sein? Das kann man doch keinem Kunden geben. Verarsch mich nicht, du Idiot. Andererseits würde ich sagen, das ist mal eine erfrischende Idee in Sachen Vertragspräsentation. Okay, gute Arbeit, Jungs. Weiter so. Ah, hey, Süßer. Ist das dein Ball? Willst du ihn haben, ja? Schau, hier ist er. Hä? Veräppelt. Ich hab ihn noch in der Hand. Na komm. Jetzt aber, pass auf. Los, hol ihn. Na los, hol den Ball. Nein, niemals. So geht das nicht. Das ist unfair. Du machst das bei jedem Loch. Oh, das würde ich lassen. Der bitterböse Darth Vader ist wohl die bekannteste Figur aus Star Wars. Und er ist mitten unter uns. Ja. Er arbeitet in einem kleinen amerikanischen Supermarkt als Schichtleiter. Und auch dort versucht er alle auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. Fühlen Sie sich nicht zu sicher. Das Böse ist ganz in Ihrer Nähe. Sein Name Chad Vader, Schichtleiter im Supermarkt um die Ecke. Sprechen, mein Meister. Ich heiße Randy. Okay, Chad? Ja, mein Meister. Und nicht hinknien, das ist bekloppt. Ich habe Neuigkeiten. Tammy, kannst du bitte am Samstag eine Extraschicht machen? Nein. Dann gehen Sie weg. Okay. Und? Unser Plan, diese Station für Samstag voll einsatzbereit zu machen, ist gefährdet. Gut, dann finde jemand anderen, der die Schicht übernimmt, okay, Chad? Wie ihr wünscht, mein Meister. Ach, Chad, ich habe gehört, du hast Probleme mit Clint? Clint ist ein Narr und ich werde seine Inkompetenz nicht länger tolerieren. Wie auch immer, klär das. Ich kann es nicht gebrauchen, dass sich meine beiden Schichtleiter andauernd zoffen. Ja, mein Imperator. Ich heiße Randy. Randy! Carrie, laut meinem Schichtplan hast du Samstag frei. Ja, Lord Vader. Bitte, nenn mich Chad. Ja, Chad. Hier, die sind für dich. Oh, womit habe ich die denn verdient? Ein kleiner Bonus. Pünktlich um 8 übernimmst du am Samstag Tammys Schicht. Chad hat eine Vertretung. Hi, Chad. Ich hab gehört, du konntest Carrie wegen Samstag überreden. Ich hab sie nicht überredet. Sie ist eine vorbildliche Mitarbeiterin und setzt sich für den Empire-Markt ein. Ja, ist klar. Du stehst doch auf sie, ha, Chad? Okay. Spinnst du? Was ist dein Problem? Entschuldigung angenommen. Spinner! Ärger mit dem Personal, was, Chad? Clint, wir müssen reden. Weil du deine Leute nicht im Griff hast? Nein. Du kannst doch einiges von mir lernen, Loser. Ich toleriere nicht mehr. Ja. Interessiert mich nicht, was du laberst, Chad. Du bist ein echter Waschlappen. Jetzt wirst du die dunkle Seite der Macht. Mein Rücken. Hilf mir. Chad Vader wird zurückschlagen.
Na, Halleluja, mein Boss ist nicht so ein Freak. Meine Lieben, das war's für heute leider schon wieder. Möge die Macht mit Ihnen sein.